Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, auch in Bad Kissingen, versucht die Bäderstadt Bad Kissingen in Unterfranken sich darzustellen. Ostern steht vor der Tür und auch dieses Jahr werden die Pflanzen wieder im Kurpark eingesetzt. Immer eine Augenweide in Bad Kissingen, einfach durch den Kurpark zu wandern mit Blumenvielfalt, wie es wohl kaum eine Bäderstadt darbieten kann. Viele fleißige Helferlein von den Gärtnereien sind schon seit Wochen daran, die Pflanzen einzubinden. Wie viele Besucher es genießen können, was die Pflanzenvielfalt und die Bäderstadt Bad Kissingen betrifft, ist noch offen. Der politische Hickhack für Entscheidungen, für das, was man an Ostern darf, lässt viele Touristen vielleicht nicht nach Bad Kissingen kommen. Eigentlich schade.